Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem Update-Video. Das ist ja wohl der blanke Huhn. Das Update kam und es kam, wie versprochen, aber nicht von den Wolvers versprochen, die Maps jetzt an den Start. Das ist eigentlich so das Hauptding. Es kam noch ein bisschen mehr. Unter anderem kann man jetzt in den Matchmaking-Geschichten, wenn ich es richtig verstanden habe, braucht man nur noch 2 Wins. Dann hat man einen Rang auf einer Map. Die Ranks scheinen wohl gefixt zu sein. Und ja, hier sieht man jetzt die neuen Maps. Wir haben hier natürlich Assembly. Wir haben Pool Day in Arms Race. Wir haben Terra. Und, das ist ein bisschen kurz hier, noch andere Maps dabei. Wartet kurz. Man sieht hier, dass die Maps, wie gesagt, hinzugefügt wurden. Terra Mills im Competitive Casual Deathmatch, dann Memento Assembly in Wingman und Pool Day in Arms Race. Das ist natürlich eine geile Meile. Dann gab es ein paar Fixes, sicherlich wurden Löcher gestopft, man kennt's. Also das hier ist ja schon frech. Wisst ihr noch in dem einen Video, das ich gezeigt habe, dass dieser DuckDuck oder wie er heißt auf Twitter, 8 Millionen Spots gezeigt hat, an denen man die Bombe stacken lassen kann. Du kannst die einfach weglegen und man kommt nicht mehr dran. Das wurde jetzt wohl gefixt. Sehr schön. Am User Interface wurde gearbeitet. Hier die Gameplay-Änderung mit dem Competitive per Map Skill Group ist jetzt revealed nach 2 Wins, nicht mehr 10. Ich glaube, das ist für mich natürlich eine schöne Sache. Ich spiele so gut wie nie im Competitive rum. Aber wenn, dann kommt man jetzt mal eher auf den grünen Zweig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch so zeigen kann. Wahrscheinlich nicht. Ich habe das Update ja schon geladen. Ich hatte hier halt irgendwie noch 7 Wins, noch 8 Wins, noch 9 Wins, noch 95 Wins und sowas. Es war immer so ein bisschen cockig und jetzt 2 Wins, dann ist die Sache durch. Das ist schon geil. Ja, und dann wurde noch ganz viel an den Video-Settings gesagt. Ich habe das Spiel angemacht, dann hieß es, hey, dein Kram ist scheiße eingestellt, mach mal was. Gut, dann war es das eigentlich schon videotechnisch. Update, Schmupdate, Leute. Wir gehen jetzt gleich im Stream noch schön rein. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Mädels, will ich spielen. Und da könnt ihr schön mit dabei sein bei diesen ganzen tollen Spielen live im Stream. Und vergesst natürlich nicht, dass es noch ein Glove-Giveaway gibt. Und zwar diese Gloves. Ach Gott, vielen, vielen Dank, Biko, Macher und Gönner, in den Stream kommen und mit dabei zu sein. Ja, das wäre es dann soweit gewesen. Wir hasseln jetzt richtig gemütlich rein in die neuen Maps. Und ja, schreibt natürlich wie immer gerne in die Kommentare, was ihr jetzt hier davon haltet. Sagt ihr, oh mein Gott, oder eher, wo ist die Operation? Haut's rein und wisst ihr was, wir machen es jetzt wie folgt. Wir machen auch ein Giveaway, ein Skin-Giveaway. Aber ich weiß noch nicht was, ich bereite es im Nachhinein vor, okay? Und ihr schreibt einfach jetzt, ihr beantwortet, jeder, der kommentiert, der ist automatisch mit dabei. Gibt irgendeinen Skin, irgendwas. Haut in die Kommentare. Bis gleich, danke fürs Schauen, für die Kommentare, für die Likes. Later, later, bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe. Was hab ich gerade gesagt? Wer bin ich?